Das Bild hier entstand nur wenige Momente, bevor Regina K. Walters ermordet wurde. Ihr Mörder Robert Rhodes hat das Bild gemacht und hat sie kurz danach umgebracht. Rhodes war ein Serienmörder. Er wurde auch der Truckstop-Killer genannt, weil er Anhalter mitgenommen und sie so in seine Fänge gelockt hat. So auch Regina K. Walters. Sie war mit ihrem Freund unterwegs. Beide sind bei Rhodes eingestiegen. Ihren Freund hat er sofort umgebracht. Sie hat er mit zu sich genommen und sie gefoltert. Nach mehreren Wochen unerträglichem Schmerz hat er ihr die Haare geschnitten und ein letztes Bild von ihr gemacht. Das Bild, was ihr hier seht. Danach hat er sie umgebracht. Ich finde, mit dem Wissen wirkt das Bild noch einmal ganz anders. Man sieht die Angst in ihren Augen. Die Angst, dem Mann gegenüberzustehen, der ihr Leben jeden Moment beenden wird.